Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander, zurück aus dem Urlaub und habe diesen Monat einige interessante Dinge zu berichten. Fangen wir an. Ende Januar hat Phi einen Artikel auf Medium veröffentlicht, in dem es darum geht, wie es mit dem Projekt weitergeht. Eigentlich war Phi nur als Spaß im Sunaverse gestartet und die ersten Mitglieder verteilt worden. Nun soll es mehr Substanz bekommen. So soll nun die Phi DAO entstehen, die von der Community verwaltet wird. Voraussetzungen sind jedoch 10.000 Phi und eine exklusive Phi-Mitgliedskarte. Letzte Folge waren die Inatba Awards, hier ein paar kleine Eindrücke und Fotos. Es gibt auch ein Video mit kleinen Eindrücken, der Link ist unten in der Beschreibung. Am 1. Februar hat die IOTA Foundation einen Blogartikel mit dem Titel Incentivizing Energy Savings with EnergyKnip und IOTA veröffentlicht. EnergyKnip kennen wir bereits, sie haben ihr Projekt vor 2 Jahren vorgestellt. In diesem Artikel berichtet Mitbegründer Adri Wischmann über seine Erfahrungen. EnergyKnip hat 30.000 aktive Wallets seit 2021. Seit 2021 wurden insgesamt 300.000 Euro ausgeschüttet und 50.000 Transaktionen durchgeführt. Im letzten Video nur als schnelle Texteinblendung, jetzt aber offiziell: Loyal, die App für Gutscheine und Stempelkarten, die bisher nur in Deutschland funktioniert, ist offiziell gestartet und hat auch schon ihren ersten Update bekommen. In den Einstellungen kann man nun auch seine Shim-Adresse sehen, um sie im Explorer verfolgen zu können. Bis vor wenigen Tagen wurden über 1000 NFT gemintet und dafür 100 Shimmer blockiert. Einige User haben auch die App in den Coupons ausprobiert und es funktioniert, also keine Angst. Muandelo hat ein Patent gefunden. Das Konzept dürfte einigen bekannt vorkommen. Es wurde von Litboard Inc. aus den USA eingereicht und beschreibt ein Verfahren zur autonomen Sammlung von Abfall und Recyclingbehältern mit Robotern und Überwachung der Füllstände durch Sensoren. Die 4. Assembly-Runde ist abgeschlossen. 64% des IOTA-Angebots wurde gestackt. Die Kontenbetreiber sollten alle das Ereignis verifizieren, was sie inzwischen alle getan haben sollten. Für alle zur Erinnerung: 2 Jahre sollte das Staking insgesamt 90 Tage pro Runde dauern. 90 Tage mal 4 Runden gleich 360 Tage. Wir sollten also die Hälfte der Runden geschafft haben. Vergesst auch nicht, eure Firefly-Wallet für IOTA, nicht für Shimmer, ein Update auf 1.7.1 zu verpassen, damit ihr an der 5. Runde Staking teilnehmen könnt, denn am 11.2. ist die 5. Runde offiziell für 90 Tagen gestartet. Dazu gibt es einen Blogartikel der IOTA Foundation, eigentlich nichts Neues für viele. Ein weiteres Patent wurde am 6.2. veröffentlicht, angemeldet von Hitachi Transport Systems aus Japan. Dieses Patent soll das Bestandsmanagement im Handel von mehreren Logistikanbietern und mehreren Ländern steuern. TJ Coyote hat ein cooles Video mit einer Chat-App gezeigt, die Shimmer verwendet. Die Sende- und Empfangszeit ist zwar recht lang, aber das Beispiel zeigt, was möglich ist. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsprojekte im Moment, Everything. Hier gab es einige tolle Updates seit dem letzten Mal. Zum Beispiel das direkte Schreiben mit anderen. Es gibt Benachrichtigungen, also kann man in der kleinen Alpha schon viel ausprobieren. Laut Patch the Code, der das Projekt momentan komplett alleine programmiert, kommt bald die ersten Infos, wie IOTA und Shimmer eine Rolle spielen wird. Pipe hat einen kleinen Teaser vorgestellt, nämlich ihr White Paper, welches bald vorgestellt werden soll. Deeper Finance präsentiert ihren Website im neuen Glanz. Digimarc veröffentlicht auf LinkedIn einen Artikel über den EU Digital Product Passport. Mit diesem Ausweis müssen bald alle Produkte versehen sein, um den Verbraucher besser zu informieren, zum Beispiel wie nachhaltig das Produkt ist. Man sieht die Herkunft der Rohstoffe und die Lieferketten. Digimarc hat jetzt mit IOTA ein Pilotprojekt getestet, wo man Autobatterien nachverfolgen kann. Wenn man den QR-Code der Batterie scannt, bekommt man über die eindeutige digitale Identität die Materialzusammensetzung, Pflegehinweise, Wartungsübersicht und wer die Wartung durchgeführt hat. Die IOTA Foundation führt eine Umfrage zu DeFi durch. Das Ganze dient der Inatba-Forschung, um DeFi besser zu verstehen. Das heißt, wir als Community können aktiv beiden Seiten helfen. Es ist also eine Pflichtumfrage für alle aktiven Mitglieder. TangleSwap hat am 12.02. ihr White Paper vorgestellt. Wer zu faul ist, das Ganze durchzugehen, kann gerne mein Video dafür anschauen. In diesem Video seht ihr aber 2 exklusive Bilder, wie die Plattform aussieht. Mehr kann ich nicht zeigen. Aufgrund von Zeitproblemen anderer Videoproduzenten verschiebt sich dieses Video auf Freitag, den 17.02. Die Web3 Berlin, die anscheinend die größte Kryptokonferenz in Europa ist, beginnt am 16.02.
IOTA ist auch dabei und sie präsentieren ihre Vision der dezentralen Zukunft. 55 Unternehmen werden vor Ort sein. LF Edge twittert, dass Dell, Cededa, Climate Check und IOTA die erste Biogasanlage überwachen und ihren CO2-Fußabdruck messen. Die Anlage befindet sich in Molina, Chile, und dank der digitalen Messungen konnte der Prozess, der normalerweise 24 bis 48 Monate dauert, auf 4 bis 6 Wochen verkürzt werden. Was wir gerade hier sehen, ist ein kleiner Ausschnitt, der nicht beschleunigt abgespielt wird, nämlich wie schnell und gut der Tangle im Moment funktioniert. Dazu habe ich einfach die Note von Seidler XBFS genommen, die er getwittert hat. Und der läuft und läuft und läuft wie der gute alte Energy-Hase. Bevor wir zu den ganzen Updates kommen, ist eine kleine Partnerschaft zwischen Tangle Hub und DLT Green entstanden. Das sollte der Pipe und der Cloud einem besseren Netzwerk und mehr Stabilität geben. Dominik hat am 14.02. einige interessante Einblicke in die Entwicklung von Shimmer gegeben. Er hat mit Bitpanda gesprochen und das Team dahinter will Shimmer wirklich listen. Es gab auch Kontakte zu anderen Börsen, aber er kann nichts dazu sagen. Wie sagen kluge Leute immer, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, Bitpanda. Keine Reden schwingen, einfach mal integrieren. Was uns aber alle interessiert, ist das Update zu Shimmer mit der EVM und damit den Smart Contracts. Am 2.02. kam die Alpha 6 raus, am nächsten Tag die Alpha 7 und 8, am 9.02. kam die Version 050 Alpha 1, am 13.02. die Alpha 3 und gestern die Alpha 4 und 5. Was sagt uns das alles? Es bedeutet nicht, dass wir bis zur Version 099 gehen können, bevor die Beta kommt. Sie kann mit der Version 073 kommen, aber auch mit der Version 051. Die Nummerierung sagt nicht viel über den Fortschritt aus. Die schnellen Updates deuten darauf hin, dass die Tests gut laufen und Fehler sofort behoben werden. Die Zeichen stellen gut, dass die Beta kommt, und zwar bald. Die Tangle Gang hat ein Interview mit Timson Labs gemacht. Eine Stunde erzählt Timson Labs über die Anfänge und über seine Projekte. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.